sind hier bei mir. Davon träumen Sie wohl, Eskortenführer. Letzten Passier in der Provinz einigen Wörter gegeben. Also lassen Sie sich nicht zu sehr einlullen. Und los geht's. Ich liebe die Jagdsaison. Eskortenführer, wir sehen irgendetwas hier draußen. 9. Sektor. Wahrscheinlich Fehlanzeigekontrolle. Aber ich überprüfe hier gerade. Nein, hier ist nichts. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Was zum... Kontrolle, Russo ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Ich sehe... irgendetwas ist da draußen. Ich will... Russo? Das kann nicht wahr sein. Eskorte 2, werden Sie angegriffen? Was? Eskorte 2? Ich hab Feinde überall. Du gehörst mir. Ich kann ihn nicht abschütteln, er hat mich im Visier. Er hat mich im Visier. Mayday! Hier spricht der Transport. Wir Ihnen eine kleine Erinnerung. Die Luftleitende Liste von unserem Begleiter vernichtet. Mayday! Mayday! Dies ist ein Notfall! Ich zünde das Flashback. Mayday! Konföderationstransporter Amadeus LODSB71 sendet Notruf. Rendezvous wie geplant bei Sigma 3. Seien sich zurückgeschrieben! Angriffsweltenmiliz, wir bedarf uns hier! Das nenne ich einen erfolgreichen Test. Sie werden alle schon bald Ihre Meinung äußern können über die schrecklichen Ereignisse, die sich zurzeit in der Nähe der Grenzwelten ereignen. Aber zuvor will ich, dass jemand anderes zu uns spricht, und zwar der Kommandant der strategischen Bereitschaftsbehörde, Admiral Torwin. Danke. Danke, Senator. Sehr verehrte Mitglieder des Großen Konföderationsrates. Als Kommandant der SBB bin ich mit vielen Aufgaben betraut. Eine meiner wichtigsten Pflichten ist der Schutz der Grenzen unserer Galaxie. Leider erscheine ich heute als demütiger Diener vor Ihnen. Ich habe keine Antworten zu bieten. Die sinnlosen Terrorakte, die zurzeit in den Grenzwelten alle in Angst und Schrecken versetzen, sind bis jetzt ungeklärt. Piraten, sag ich Ihnen! Vernichtet die blutrünstigen Barbaren! Ich würde Sie gerne an etwas erinnern. Während des langen Krieges gegen die Kilrathi waren die Grenzweltler treue Verbündete und Freunde. Und jetzt greifen Sie uns an! Ja! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Ruhe! Der Rachedurst sollte jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wer unsere Verbündeten sind. Aber... wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg tiefgreifende soziale und politische Veränderungen in den Grenzwelten verursacht hat. Wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen irgendwie mit den sinnlosen Terrorakten zusammenhängen.
Aber ich werde es herausfinden. Und das ist ein Versprechen. Sie wissen, dass die Zunahme dieser Vorfälle das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen uns und den Grenzwelten langsam gefährlich werden lässt. Aber bevor diese erhabene Versammlung irgendwelche schwerwiegenden und unumkehrbaren Entscheidungen trifft, habe ich den Admiral gebeten, die Situation weiter zu untersuchen. In 2 Wochen wird er uns erneut Bericht erstatten. Admiral, Sie haben den Segen der Ratsmitglieder und der friedliebenden Einwohner dieser Galaxie. Gott behüte Sie. Danke, Senator. In 2 Wochen werden wir abstimmen. Krieg oder Frieden? Damit melden wir uns aus der Ratsversammlung aus. Ich übergebe an Barbara. Vielen Dank. Nach diesen 2 Wochen wird sich unser Leben vielleicht grundlegend ändern. Auf jeden Fall erwarten wir das Ergebnis mit Spannung. Guten Abend. Hier ist Barbara Miles mit den TCM Abendnachrichten. Was darf's sein? Ich nehme die Hausmarke. Was treibt denn so jemanden wie Sie hier rein? Hey, Kumpel. Kannst du einem Veteranen einen Drink spendieren? Sie waren ein Pilot? Na klar, ich war auf der TCS Liberty. Hilf ihm. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie hier raus und kaufen Sie sich was zu essen. Danke, Kumpel. Das mache ich. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Seit dem Kriegsende hat sich einiges geändert. Die meisten Jungs, die nach Hause gekommen sind, haben keinen Job mehr gefunden. Wir müssen uns alle irgendwie durchschlagen. Ja. Veteran? Ja. Moment mal, ich habe ein Bild von Ihnen gesehen. Gleich habe ich sie, sind, Danke für den Drink. Hey, was ist denn, Süße? Warte! Hör auf, mich Süße zu nennen und lass mich in Ruhe, ja? Ihr Piloten seid doch alle gleich. Ach. Die Frauen hier draußen am Rande des Nichts schätzen wohl keine zivilisierten Männer. Tun sie schon. Wenn sie mal einen treffen. Schön, Sie zu sehen, Colonel. Oder sollte ich sagen, Farmer Blair. Ein Wunder, dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Es ist ein friedliches Leben. Wie ich immer sagte, man ist ein Wurm oder ein Adler. Sie gehören also immer noch zu den Adlern, seit Sie beim Angriff auf Kilra Glück hatten? Klar, fliege ich noch. Gibt's eine Alternative? Besser, als im Mist herumzustiefeln. Überlegen Sie mal, Maniac. Im Mist herumzustiefeln. Vielleicht ist das genau das, was ich machen will. Vielleicht freut es mich ja, nach all den Jahren ständiger Kämpfe mal wieder sowas wie richtige Erde unter den Füßen zu spüren. Mann, klingt ja wie eine auswendig gelernte Rede. Freut mich für Sie. Du tust, was ich dir sage. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber Sie schulden mir noch was fürs letzte Mal. Greift da niemand ein? Geht mich nichts an. Warum zeigen Sie ihm nicht, wer hier der Boss ist? Großer Kriegsheld. Das kotzt mich an. Behandeln Sie Ihre Freunde immer so? Was fällt dir ein? Du bist kein Freund von mir. Oh ja, das weiß ich jetzt auch. Sei froh, dass ich dir nicht den Hals umdrehe. Lassen Sie den Mann los. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Freundchen. Der Meinung bin ich aber nicht, Freundchen. Sie werden sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Das tue ich schon. Freundchen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
Ich hätte mich schon eingemischt, wenn er Ihnen was getan hätte. Hat er den Schwanz eingezogen? Komm her! Komm her, Kleiner! Also, Maniac, was gibt es so Wichtiges zu besprechen? Da-da-da-da-da-da-da! Colonel Christopher Blair von der Reserve konföderierter Weltraumtruppen. Es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie wieder in den aktiven Dienst zurückberufen werden, Sir. Wissen Sie es nicht, Maniac? Der Krieg ist schon vorbei. Mein Auftrag lautet, Sie zu holen. Wer hat Sie geschickt? Aber woher soll ich das wissen? Einer von der Chefetage. Seit wann wird einem Major was gesagt? Nach all den Dienstjahren, die ich absolvierte, sollte man meinen, ich werde die Entscheidungen der Konföderierten nie verstehen. Wieso holt man einen alternden Wurm zurück ins Cockpit? Wieso bin ich kein Colonel? Nur weil der Kerl Glück hatte und bei einer Mission rein zufällig einen alten Feind besiegt hat, das ist alles. Gut, wann müssen wir los? Wann wir... Oh, zwei Jäger stehen startklar auf dem Flugdeck. Da nichts, wie los? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Wissen Sie noch, wie man die Kiste in die Luft kriegt? Hä? Oh, schöner Start. Für einen Dinosaurier. Ist wohl Ewigkeiten her, seit Sie das letzte Mal einen Steuerknüppel in der Hand hatten, was, Colonel? Oder haben Sie etwa eine Sandprinzessin gefunden, die ihn für Sie gehalten hat? Sie müssen mir nicht antworten. Aber Sie können nicht behaupten, dass Sie meine sprühende Schlagfertigkeit nicht ein bisschen vermisst haben.